Derp, 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 derp. So, hi Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei einem neuen Spiel, also neuem alten Spiel. Ich habe es mir jetzt erst geholt, und zwar House Flippers. Erstmal danke fürs Einschalten. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber ich fand es ganz cool. Ich habe es schon hier und da mal gesehen. Und ja, wir starten einfach mal rein und gucken mal hier, neues Spiel. Eine Gasmaske müsst ihr sein. Es kann, ja, was immer. Mein erstes Willkommenbüro. Willkommen bei House Flippers. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ferner steht dir ein Laptop zu. Ich kann einen Laptop leisten, immerhin. Gott, wirken die Kopfhörer bombastisch groß in der Kamera. Deine Steuerzentrale. Sieht ja schon mal mega verranzt aus. Neue Aufträge, ja genau. Ich muss hier erstmal das Chaos beseitigen. Ah ja. So, ist erstmal hier alles. Kann ich Unkraut? Ah, ich kann erstmal Unkraut hier pflücken. Das ist sehr schön. So, wir haben 618 Quadratmeter Garten und einen Kontostand von direkt mal 25.000 Euro. Und haben einfach nur so eine Bruchbude. Naja, gut, Firmengehalt, ne? So, Jesus Gott. Okay, ich meine, ich bin ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil ich das schon alles gesehen habe. Wir machen das direkt mal weg, den Müll. Reinigen ist noch nicht verfügbar. Aha. Gedrückt halten zum Aufräumen. Ja, nein, ich will es nicht wegstellen. Nein, geh wieder dahin. Aha, ja, okay. Was ist der Gegenstand? Jetzt habe ich es überlesen. Ja, ja, ne? Unser sehr schönes Badezimmer. Ja, da kümmern wir uns später drum. Wir gucken erstmal. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus. Ja, aber schau, ja. So, dann gehen wir mal in unsere E-Mails. Mein Ex-Mann hat die Heizkörper mitgenommen. Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Face-Spam, auch gut, sah ich, dass mein Ex-Mann meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat. War keine so angenehme Entscheidung wohl, ne? Scheidung, nicht Entscheidung. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizkörper. Ja, 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 bla bla. So, der Eindruck ist entscheidend. Ach, das sind immer nur so Ladebildschirme. So, Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du direkt mit dem Mob reinigen. Ja, nice. So, ich muss nachher mal gucken. Ich habe mir natürlich auch gleich mal Garden Flippers mit dazu geholt. Wenn dann... Wenn dann richtig. Mal gucken, ob wir das jetzt hier am Anfang auch gleich schon machen können. So, wir beseitigen erstmal den Müll. Was muss ich denn genau machen? Gästezimmer mit Küche, 23 Quadratmeter, Aufgabe, reinige die Beschmutzung, montiere die Geräte, räume den Müll auf. Da haben wir schon 18%. Okay, dann snacken wir erstmal den ganzen Müll hier weg, würde ich sagen. Der scheint hier ja nicht nur, ein bisschen was geklaut zu haben, sondern der hat einfach die ganze eine riesen Party hier gefeiert. So, Müll, Müll, Müll. Da ist noch Müll. Montiere die Geräte. Da kommt also hier eine Heizung hin. Ab sofort steht Ihnen ein Tablet zur Verfügung. Drücken Sie Tab, um herauszunehmen, es ermöglicht Dinge zu kaufen. Es wird diesen Job nützlich sein. Ah ja. So, dann gucken wir doch mal. Wände, Zubehör, Fußboden, Möbel, Anschlüsse. Ich suche sie einfach. Also, Heizung. Heizung. Ja, 37,20. Du kannst die Heizung kaufen und montieren. Mit dem Mausrad oder Shift kann ich Objekte drehen. Geht hier jetzt nicht. Shop, ja, dann montieren wir es mal. So, hier müssen wir dann noch. Aha. Ah ja. So, alles schön festschrauben, muss ja auch ordentlich sein, ne? So, und hier. Und müssen wir das aufdrehen?
Ja, wir müssen es aufzählen, die Heizung direkt einschalten. So, haben wir wunderbar eine neue Heizung montiert schon mal. Werkzeug ändern. Ah ja, nehmen wir mal hier einen Besen. Das ist für mich eher ein Besen. So, schön erstmal hier das Lowboard abwischen und da ein bisschen wischen und hier auch ein bisschen wischen. Was hat denn der hier gemacht? Der Schwein geschlachtet auf der Küche oder wie sieht das hier aus? So schön die Wände hier mit einem Wischmopp erstmal abwischen. Das mache ich zu Hause nämlich auch immer so. Und das Spülbecken mit einem Wischmopp abwischen. Macht ihr zu Hause bestimmt auch immer so. Hm? Was ist jetzt los? Nimm dein Tablet und bestimme, wofür der erworbene Fähigkeit. Ja, cool. Fähigkeitspunkte. So, was haben wir hier? Scharfsinniger Blick. Du siehst eine Verunreinigung auf der Minimap. Aufräumen. Guter Mob. Ja, ich glaube, ich verbessere erstmal den Mob. Obwohl das jetzt für mich eher ein Besen ist, aber ja, das geht schon wesentlich schneller. Erstmal lüften hier, aber putzen kann ich die Fenster noch nicht, oder? Nee, schade, aber dann lassen wir erstmal offen. So. Das ist auch direkt zugemacht. Ich muss mich ja erstmal noch mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Wie kann ich den denn jetzt? Okay. Ah ja, so drehe ich ihn wieder. Jetzt steht natürlich der Stuhl im Weg. Muss ja alles ordentlich sein, ne? Du kommst da auch mal direkt erstmal weg, beiseite. Ich will den aber gerade hinstellen. Warum geht denn das jetzt nicht? Shift. Ah ja, so drehe ich ihn dann im Ganzen mit Shift und so drehe ich ihn dann nur ein bisschen. Ja, okay, dann bleib du halt so stehen. Dann kommt ein Stuhl hier hin. So. Ich kann ihn nicht unter den Tisch stellen, ist schon mal gut. Dann tun wir das hier mal ein bisschen schön ordentlich hier in die Ecke stellen. Ne? So, jetzt ist die Vase runtergefallen. Die Klotze tun wir auch noch ein bisschen schön hier. So, die Vase heben wir natürlich wieder auf. Die kommt wieder dahin. Huch, nein. So, den Stuhl noch. Ih, da ist noch ein bisschen dreckig. Nein. Werkzeug ändern. So, erstmal die Couch tue ich zu Hause auch immer mit einem Besen. Ja, wir haben ja schon einen minimalen Fortschritt, glaube ich, schon gemacht. Aber ich will das hier natürlich perfekt machen. So, das putzen wir mal schön. Also mein innerer Monk sagt mir, dass das Bett eigentlich weiter nach links muss, aber dann geht der Schrank nicht mehr ganz auf. Da ist noch ein bisschen dreckig, das machen wir doch auch direkt mal weg. So. Was ist denn hier noch? Ein Scheißhaus. Ey, da hat er ja auch alles voll gekackt, oder wie? So, machen wir hier noch ein bisschen sauber und Spiegel kann ich sauber machen. Da ums Klo ist auch noch alles dreckig. So, der Auftrag ist zu 100% beendet. Klicke den Hotkey. So, aber ich möchte das Schränkchen hier noch ordentlich hinstellen, sonst kann ich nachts nicht ruhig schlafen. So, das kommt jetzt mal dahin. So, Türe zu. Ja, muss mir ein bisschen noch an die Steuerung gewöhnen. So, wie kann ich den Auftrag jetzt nochmal beenden? Mit Enter. Ja, beenden. $600 erstmal in die Tasche rein und direkt erstmal einen Erfolg freigeschaltet. So muss das sein. Kann ich jetzt hier zu Hause auch direkt mal meine Ranzhütte putzen? Ja, nice. So, die Tür ist zu dreckig zum Putzen. Was kann ich hier alles putzen? Weil erstmal, das geht ja nicht. Das hier zu Hause, kann ich das putzen? Ja, kann ich, sehr schön. Dass hier bei mir zu Hause alles einfach dreckig ist und ich soll ein guter Handwerker sein, da bucht mich doch keiner. Ja, da erstmal einen grünen Schmodder am Haus wegmachen, als ob jemand an die Wand gerotzt hätte. Ja, ist okay, so erstmal alles hier mit meinem Ultra-Besen putzen. So einen Besen hätte ich übrigens gerne in echt, ne? Der einfach alles in einem Hubs, da sind noch Flecken, wegputzt. So, jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus. Nein. So, erstmal das Unkraut hier noch ein bisschen wegzubbeln. Das geht aber gar nicht. Du bist kein Unkraut, das ist Unkraut.
Hier noch mehr Unkraut im Garten, was direkt mal weg kann. Ich möchte Rasen mähen können. Wie lange dauert das, bis ich Rasen mähen kann? Ich weiß gar nicht, ob das DLC überhaupt direkt mit installiert wurde oder ob ich das extra installieren muss. Ich habe auf jeden Fall direkt mal beides gekauft. Fähigkeiten verfügbar. Ah ja, doch, scheint installiert zu sein. Gärtnern. Sichtbar hoher Rasen auf der Minikarte. Ausstattung. Gratis Trimmer 2019. Mhm. Ja, nehmen wir erstmal hier. Wir haben das da. So, mal gucken. Ich dachte, ich habe jetzt vielleicht einen Trimmer. Ich dachte, ich habe einen Trimmer. Moment, das muss ich jetzt nochmal checken. Ja, und wo ist das Werkzeug jetzt? Warum habe ich das jetzt nicht? Grastrimmer 2019, erweiterter Trimmerbereich. Wieso kann ich jetzt hier nicht meinen Rasen mähen? Naja, dann rupfen wir erstmal ein bisschen Unkraut noch hier raus, weil das geht gar nicht. So, da ist auch noch Unkraut. Da ist noch mehr Unkraut. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Wir hatten hier das so verkommen lassen. Danach erstmal schön hier gemütlich Rasen mähen. Da ist noch dreckig. Gehe mal gar nicht. Ja, auch noch, als ob ich mal aus dem Fenster gekackt hätte. Irgendwie stört mich das jetzt ein bisschen. Ich habe doch dann Trimmer freigeschaltet. Ich dachte, ich kann jetzt erstmal direkt Rasen mähen. Aber das scheint wohl erstmal nicht sein zu sollen. Warten wir mal ab. Ich weiß, das ist jetzt gerade sehr spannend, wie ich mein Unkraut hier wegmache. Aber das muss sein, weil das stört mich einfach tierisch. Mich stört es auch direkt, dass ich hier den Rasen nicht mähen kann. Weil es zum Teufel da steht. Gegenstand ist wieder an seinem alten Platz. Kann ich sie einfach verkaufen? So, habe ich erstmal einen kaputten Spiegel hier hingestellt. Oder einen Stuhl. Ein Poster. Hey, nein. Lag da nicht noch was? Noch ein Poster. Ah ja. Hey, bye bye. Da kümmern wir uns dann später drum. So, jetzt sieht das Ganze hier doch erstmal ein bisschen beschaulicher aus. Gucken wir mal. Hallo, hallo. Was werden wir noch für Aufträge wir haben? Ein bisschen Kies und Sträucher. Sollen wir direkt einen Gartenauftrag machen? So, hallo. Kurz gesagt, die Garage muss entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle alten Kartons und den ganzen Müll. Das klingt doch nach Easy Money. Das akzeptieren wir jetzt direkt. Mal gucken, was die da so in ihrer Garage treiben. Kann ich das Auto aufheben? Ist okay, ich trage ein Auto durch die Gegend. Ich stell's mal wieder ab. Errungenschaft freigeschaltet. Strongman. Ja, ja, ist okay, ist okay. Das schnellste Garagentor. Ist aber nicht gerade. Ja, ist doch nicht unordentlich, ne? Alles gut hier. Müll, 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 Müll. Müll, 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 Müll. Jo, machen wir schön ordentlich. Was müssen wir überhaupt machen? Räume den Müll auf, Fenster reinigen, reinige die Beschmutzung. Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Müll hier. Ich meine, das ist eigentlich auch alles Arbeit, die ich in echt tun könnte, aber am Computer ist das doch irgendwie viel angenehmer. So, was ist denn das hier für ein Kercher? Okay, wie geht das mit der Maus? Da habe ich noch nicht so wirklich die Kontrolle. Drückt halten, um zu reinigen. Da muss man ja erstmal ein bisschen einfuchsen, ne? Ja, mit der Steuerung habe ich es noch nicht so ganz. Mal gucken. Oh, Fenster wieder sauber.
kann wieder rausgucken, ne? Oh, da liegt noch ein bisschen Müll hinter dem Fahrrad. Nein, ich will nicht die Fahrräder aufheben. Ich will den Müll entsorgen. So, erstmal hier mit meinem Kehrbesen hier, ne? Ja, neuer Errungenschaftspunkt, das ist sehr schön. Ist das langsam. Kann ich nicht komplett beendete Aufträge abschließen. Sowas machen wir nicht. Wir wurden gebucht, also machen wir das auch fertig. Wir wollen ja unseren Namen hier aufrechterhalten, ne? Dass wir hier Kotzflecken aus der Garage wegputzen. So. Da ist noch Müll. So. Reinige die Beschmutzung. Wo ist denn noch Beschmutzung? Reifen zählen wohl als Schmutz, aber nicht alle, ne? Wo stellen wir die Fahrräder mal noch ordentlich hin, ne? Huch. So. Einmal geht zwar die Tür nicht mehr auf, aber egal. So, zweimal reinige die Beschmutzung. Wo ist hier noch Schmutz? Ist die Decke vielleicht irgendwo dreckig? Die Decke sieht doch sauber aus. Alle Aufgaben sind erledigt, zu 100% abgeschlossen. Nichts wie weg hier. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viel Cash das gab. Hast du bemerkt, dass unter Galerie auf dem Tablet du ein beliebiges Foto von der Festplatte laden und es als Plakat oder Bild an die Wand aufhängen kannst? Nein, habe ich nicht bemerkt. Finde ich aber eine echt nice Idee. Ja, interessiert niemanden. So. Da ist noch Müll und erstmal weg hier. So, wie viel Cash haben wir jetzt? 26.000. Da will wohl wieder jemand Heizkörper. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich voll zufrieden sein oder ich zahle einfach nicht. Der Winter ist hart und in meinem Haus gibt es keine Heizkörper. Montieren Sie sie. Sehr freundlich. Aber werden wir tun.